Sie sind hier, 22. Juli 2018, 13.33 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Alexander Zverev hat bei einem Grand Slam noch nie das Halbfinale erreicht. Urheberrecht Getty Images. Tennislegende John McEnroe traut Alexander Zverev den Triumph bei einem Grand Slam zu. Dafür muss der Deutsche aber eine große Schwäche unbedingt abstellen. Der langjährige Weltranglistenerste John McEnroe kann sich vorstellen, dass der Wimbledon-Sieg von Angelique Kerber dem deutschen Tennis einen kleinen Schub gibt. Ihr Sieg im Endspiel gegen Serena Williams war wirklich bemerkenswert. Vielleicht wollen jetzt ein paar mehr Jugendliche in Deutschland gute Tennisspieler werden, sagte der US-Amerikaner wenige Stunden vor seinem Legendenmatch am Hamburger Roten Baum gegen Turnierdirektor Michael Stich. Zverev muss Kräfte schon in einen ähnlichen Erfolg wie Kerber traut der 59-Jährige auch dem Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev zu. Er hat die Möglichkeiten, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Wann das sein wird, kann ich aber nicht sagen, noch unterscheidet Zverev von den absoluten Topstars deren Fähigkeit, mit weniger Kraftaufwand die ersten Runden zu überstehen. Das war Zverevs Problem bei den French Open in Paris, sagte McEnroe, der selbst 170 Wochen lang die Nummer 1 im Herrentennis war. Er sei dankbar, immer noch Tennis spielen zu können, aber mehr als 3 Tage hintereinander schaffe er es nicht mehr, dann brauche ich immer eine Pause. Das Älterwerden ist ein Miststück.